So. Jetzt sollte es wieder an sein. Jo, dauert aber ein bisschen. Ja. Okay. Okay. Ja. Machen wir's. Okay. So, ja, scheint wieder gut zu sein. Ja, alles gut. Gut, dann machen wir mal die Maus aus dem Bild. Nehmen wir erstmal das hier. Machen wir die Maus aus dem Bild und fangen mal an, würde ich behaupten. Ja, also so kannst du lassen. Dann drücken wir auf okay. Junge. Dam. Ich will nicht vorlesen. Mach hin immer. Mann, wieso bin ich da nicht bei mir? Das regt mich gerade total auf. Ich kann dir das nicht sagen. Doch, das musst du aber. Was geht denn nicht? Du könntest versuchen, es mit der Faust zu bedrohen. Soll ich es fisten? Ja, fiste den Bildschirm. Fiste den Kopfhörereingang. Drogen! Aber ich glaube, ein bisschen mehr rauscht es jetzt wie vorher, aber ich meine, es ist. Ignorieren. Ja, das ist nicht schlimm. Gott sei Dank, ich habe Ewigkeiten nicht mehr Mario gespielt. Ich wollte aber schon länger mal wieder Galaxy spielen. Dito. Ah, habe ich auch sogar. Stimmt, ja. Mach kaputt. Junge. Schade, dass man das nicht wegdrücken kann. Die Szene fand ich eigentlich derbe langweilig. Ja. Vor allem Mario, wie er da durchläuft. Oh, da fängt Galaxy 2 interessanter an. Irgendwie schon, ja. Vor allem, wie du am Anfang mit diesem Sidescroller da durchläufst. Ja, das ist ziemlich cool gemacht. Gesundheit. Dankeschön. Da ist Pause. Fuck, ich glaube, ich bin doch nicht ganz so weit gekommen wie gedacht. Aber wenigstens hat er hier keine Textausgabe mehr wie in Dings. Sunshine hat er ja Sprachausgabe. Hier macht er ja so. Boah, Mann, super interessante Cutscene. Mann, ich hasse es, dass man die echt nicht wegdrücken kann. Oh, jetzt geht weiter. Ja. Oh, Tod im Weg. Aber jetzt kommt nochmal Cutscene, das ist nervig. Ja, ich weiß. Vor allem, wenn du das Spiel schon 5-mal durchgespielt hast, dann musst du immer noch diese Cutscene gucken. Das ist nervig. Aber Gott sei Dank habe ich die Ewigkeit nicht mehr gespielt, geht also noch. Und musstest du die wie deinem Bruder entreißen? Nee, der war jetzt sowieso weg. Ach so. Weil du ihn dazu gezwungen hast. Oh, verpiss dich, meine Wii! Junge. Oder du hast ihn wahrscheinlich mit 5 unter die Nase gerieben. Du willst doch bestimmt weg. Naja, also die Cutscenes sind nicht schlecht. Ja, zum einen bei Mario sind sie nicht unbedingt gut und also ja, okay, sie sind schon nicht schlecht, aber ich meine, wenn ich das Spiel jetzt tatsächlich 5-mal durchgespielt habe, dann will ich es mir nicht nochmal angucken. Ich will es dann wenigstens überspringen können. Vor allem weil bei Mario auch nicht unbedingt der Fokus auf der Story liegt und die Cutscenes jetzt auch nicht unbedingt die besten zu sind. Dem epischsten gehört, was man in dem Bereich Cutscenes gesehen hat. Es gibt Cutscenes, die gucke ich mir gerne 5-mal hintereinander an. Zum Beispiel, was glaube ich ziemlich gut war, waren die Dings, die Final Fantasy 13 Cutscenes. Die sind glaube ich relativ gut. Wobei die Story in dem Spiel Müll war. Echt? Ja, ich fand den nicht so prickelnd.
ansonsten nur Final Fantasy X zum Beispiel, das war der geil von der Story her mit den Cutscenes. Hm. Oder Kingdom Hearts. Was sind denn IRL-Friends? Wo hast du schon das gesehen? Bei einem Kanal gerade. Wahrscheinlich hat er einfach nur das Internet Real Life Rollen. Metal Gear Solid Cutscenes, ja, Das ist eher Cutscenes mit einem Spiel nebendran gebaut, oder? So lang sind die Cutscenes in Metal Gear. Teilweise. Es kommt drauf an. Aber die sind so geil, Mann. Ich bin ja allgemein übelster Fan von der Metal Gear Solid Reihe. So. Kommt halt die Collection jetzt demnächst raus, ne? Ja, im Februar. Hm. Ey, ich warte da schon ewig. Mit, aber ohne Metal Gear Solid 1, ne? Das regt mich so auf, weil ich wollte unbedingt mal. Da musste ich mir aber weiter kaufen, ne? Mir wahrscheinlich das für GameCube oder so. Hallo? Dieses Remake. Oh. Auch das. Diese Hasen regen mich auf. Ja, ich hasse das auch. Gerade eben habe ich hinbekommen mit den Sprüngen. Du musst erst also Z drücken, dann nach vorne und dann springen. Vorhin habe ich gerade die ganze Zeit hintereinander hinbekommen, jetzt gerade nicht mehr. Wenn du alle fängst, sagst du, ja, ich hasse Hasen. Seit, wo ist noch? Seit Rayman Raving Rabbits und Super. Einer war hier irgendwo im Busch. Ja, genau, hier. Einer ist in der Röhre, das kann ich nicht. Und der andere ist in diesem Loch, ja. Aber in Wald, ich weiß nicht mehr genau welchen. In dem, wo glaube ich keine mehr. Ah, puh. Ja, Phase Nummer 1. Drum sind später die Sterne, wo du den Hasen holen musst. Hm. Ja, die sind doof. So. Doch, nee, in einem Loch mit einer Münze. Ich habe ihn gerade gefunden. Echt? Hm. Ah ja, tatsächlich. Du hast ja ziemlich gut gestanden da. Ja, ja, so ist es. Aber ich bin krass. Ja, du musst ja auch essen, oder? Nö, nee, die müsste wieder da sein, oder? Ja, vorhin doch, erst essen. Du, ich meine, sie war vorhin essen. Schau mal. Ist der Hase hier drin? Ne, hier war es nicht drin. Ja, ich weiß nicht. Doch, hier auf der anderen Seite dann. Okay. Und das ging ja recht schnell. Und Riven magst du auch Cutscenes im Real Life. So. Ach, Kirak, weißt du was auch nächstes Jahr im Februar rauskommt? Hm. Last Story wie Europa. Echt? Ja. Ernsthaft? Ja, guck auf Amazon nach. Ist schon drin. Bei Amazon haben sie schon. Fucking endlich. Ein Jahr danach. Ein Jahr später kam es raus. Hat es doch was gebracht, die Petition zu unterschreiben, ne? Ja, ich bin da hoch. Ach, puh. So geht das. So geht das. Geht auch. 24. Februar und ich glaube am 21. kommt Ding. Xenoblade ist ja schon raus und ja. Pandoras Tower wollen sie wahrscheinlich auch noch rausbringen. Hm. Und wie hieß das andere nochmal von denen? Pandoras Fantasia, aber das ist ja nee, das ist auf jeden Fall gecancelt. Aber das ist ja, gibt's ja in Amerika. Aber Last Story wird glaube ich extrem geil, ey. Ich leihe dir das Sternkind Luma. Geil! Oh, das wird awesome, ey. Lass. Oh, man, zwei richtig geile Spiele im Februar. Das neue Resi kommt ja im Februar. Das scheint auch nicht schlecht zu sein. Im März kommt dann Mass Effect 3. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Hab mir jetzt Mass Effect 1 und 2 auf Steam gekauft. Gekauft? Ja. Er hatte Teil 1 auf Xbox, habe ich mir überlegt. Hm. Holst du Teil 2 jetzt auch auf Xbox? Hm. Beide für Rechner nochmal gekauft. Warum denn? Ja, weil ich spiele zurzeit öfters am PC als an der Xbox. Und, Mass Effect 2, dann hätte ich aber keinen Spielstand importieren können. Hm. Weil wenn ich das eine auf dem PC als eine auf der Xbox spiele, kann ich keinen Spielstand importieren. Aber ich glaube, so gut den großen Unterschied macht es jetzt nicht unbedingt. Nö, macht's auch nicht. Also, ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hätte, das nochmal zu kaufen. Wie viel hast du gezahlt? Für beide zusammen? Mhm. 16 Euro. 16? Ja. Ja, geht ja eigentlich. Ich hätte für Mass Effect alleine 2 auf Xbox alleine schon 20 bezahlt. Ja, er hätte sie halt gebraucht geholt, wo es gut gehen. Achso, hier muss ich jetzt irgendwo einen Schlüssel holen, glaube ich. War doch irgendwo, ne?
Ja, da musst du. Hatte so den. Einer von diesen Gumbas hatte den. Ja, der normal aussehende Gumba hatte den. Die sehen alle für mich normal aus. Ja! Kurz aufgaben. So, jetzt darf ich allein unterhalten. Was denn? Okay, was ist der Unterschied zwischen einem Raben? Beide Beine sind gleich lang, vor allem das rechte. Nein, Spock, du bist nicht der Einzige, der noch Hoffnung hat für das MW, jetzt soll ich schon MW3 sagen, für das Monster Hunter Tri, LP. Gibt's noch ein paar andere Leute, die es sehen wollen? Allerdings weiß ich da noch nicht, weil es ist halt ziemlich grindlastig, das Spiel, muss ich mich mal hinsetzen, werde ich gucken, ob ich das hinkriege. Mir fallen keine guten Witze ein. Moment, ich google mal eben. Ah, okay, Breven kommt wieder. Nein, er ist wieder weg. Und Scheiß. Und da kommt er, glaube ich, wieder. Schauen wir mal, was das Internet so hergibt. Okay, hatte ich. So, wieder nach. BB. Gut, ich sollte, du hast mich gerettet, ich sollte jetzt Witze erzählen. Puh, geh weg. Auf dich zu. Auf mich anzulabern. Gumba, Gumba. Irgendwo ist hier nur noch ein Gumba. Da. Stimmt, der sieht normal aus. Springt der Schlüssel einfach mal in die andere Richtung. Danke. Könntest du auch meine Freunde retten? Ne. Vor allem, wie die immer sagen, Verwandelung. So, ich glaube, diesmal lag war der Schlüssel im Großen. Hm. Ah, ich springe auch noch voll dagegen. Wunderbar. Schlüssel 1, 0. Ja, genau. Weil der Schlüssel mich gerade voll getrollt hat. Echt? Warum? Weil ich ihn weil ich den Gumba geschlagen hat und der Schlüssel fliegt direkt instant in die andere Richtung. Wir haben schon auf dich gewartet. Ah, das war jetzt das mit diesen Tasten, ne? Ah, ja, jede Taste einmal drücken und so weiter. Ja, ja, genau. Rette den großen Stern. Schalter. 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 Ja, nein, bisschen schief gelaufen. Ich weiß zwar schon längst, was ich machen muss, aber du musst es mir trotzdem noch mal erzählen. Ja. Da, 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 da. So, wir haben einen großen Stern. Ja, der erste Stern, den man ja kriegt, ist immer noch äußerst ein großer. Oh, manche von den Galaxien hier sind so derbe geil. Aber manche fand ich auch irgendwie langweilig. Genau, großer Stern gesammelt. Mario Galaxy zu Ende. Schön wär's, ne? Ahem.
Die Geschichten in diesem Haus muss man sich ja nicht anhören, ne? Mhm. Zum Glück nicht. Du hast einen Stern erhalten. Jetzt fehlen nur noch 119. 100% würde, glaube ich, zu lange dauern, oder? Wahrscheinlich, ja. 120 Sterne. Nein, schon, weil du die Sternteile sammeln musst, weil du die fetten Dumas füttern musst. Hm. Aber mal gucken, da ich ja 2 Stunden länger Zeit habe, kann ich mehr Sterne als nur 60 sammeln. Hm. Ich denke, ich werde auf jeden Fall mehr als 60 sammeln. So 60 ist ja ein bisschen langweilig. Hm. Ja. Nur halt diese dicken Lumas werde ich nicht alle machen. Wobei manche Galaxien von denen sind cool. Mal gucken, wie viele Sternteile ich zusammenkomme. Hm. Georg, du klingst so abwesend. Tue ich das? Ja. Echt? Ja. Was machst du? Diese. Ich lese gerade den Chat durch. Aha, okay. Seit wann kannst du lesen? Weiß ich auch nicht. Gut. Das kam einfach so über mich. So war's aber auch. Dann speichern brauchen wir nicht. Abbrechen. Kostet nur Zeit. Das reicht auch, wenn ich das am Ende mache. Genau, er guckt sich nur die Bilder an. Genau. Warum kann ich denn die Katze nicht vorspulen? Ja, ja, so viel Kraft. Oh, nee. Was denn? Das muss er wieder erklären. Ach, die Eierplanet-Galaxie stimmt ja mit Deathwings an. Mhm, die ist relativ... Ich finde die cool. Ja, die ist cool, ja. Das ist doch noch Zeiten, ey. Als ich das noch... Ich weiß, als ich das vor Ewigkeiten mal bei Sänger gespielt habe. Hallo. Hallo. Es lebt. Wer? Wie geht's? Du. Weiß ich nicht. Und du spielst doch gar nicht so lange, ne? Nö. Er hat gerade erst angefangen, er ist jetzt bei Planet Galaxie. Ich bin jetzt in der ersten Welt quasi. Mhm. Mit Mario ist das ein bisschen schwerer, direkt da oben drauf zu kommen, aber muss ich jetzt, glaube ich, sowieso noch nicht machen. Zweite Mission, glaube ich, ne? Oder so? Oder dritte? Ja, ich denke. Mit Luigi Mission ist das erst. Mit Luigi geht das viel einfacher, hier oben drauf zu kommen. Kannst du auch einfach Sprung machen. Ja. Du kannst aber so auch irgendwie von Boden. Mit Mario kommst du da auch drauf, aber gut. Von Boden auch, ja. Das wäre doch genial, oder? So für Leute, die echt so für Analphabeten. Ah, fuck! Ey, das hätte sogar funktionieren können. Umgewandelt wird. Ja, doch cool. Das geht, was du kannst klar. Ja! Kopf springen und dann nochmal hochspringen. Ja, hab ich schon! Nee, ach du, ich dachte unten machst du! Dann ja gut, dann mach ich die unten auch raus. Was denn? Die Heizung ausmachen, die müssen kurz die Heizung abdrehen wegen renovieren. Du mir das. Heißt er so oder was? Nein, er hat's so geschrieben. Oh lol, ich glaube, ich bin doch noch nicht bei Mission 10, das ist scheiße. Was machst du denn? Hello, ich gucke gerade. Nein, ich gucke gerade im Walkthrough, wie weit ich gekommen bin in der Zeit. Aber ich bin eigentlich ganz gut gekommen, glaube ich. Du bist gut gekommen. Jetzt sag ich's schon wieder, ey. Ich will sagen, ich bin weit gekommen. Scheiße. Du bist gut gekommen. Ja. Ne? Ich fand auch, du bist gut gekommen. Ich weiß nicht, ob du das bewerten kannst. Lassen wir es dabei. Ach ja, hallo Tavuk. Hi Tavuk. Ich finde das nicht witzig. Okay. Moment. Nein. Okay. Und hallo, wo ist sie? Die hat... Ich weiß es nicht. Die hat nichts gesagt. Oh. Hi. Gesundheit. Okay. Und warum hat die aufgelegt? Weiß ich nicht. Sie in Skype dann on? Gefragt. Weiß ich nicht. Reden weg? Ja. Chaos weg. Und noch was machen.
Na, Kirak? Ja, du hast Bock um die Dinge. Ja, ja. Hab was? Ja. Er muss wieder abbauen. Muss nachher wieder abbauen. Hast du eigentlich schon gesaugt oder nicht? Ja. Du hast gesaugt. Ah. Ich ruf's nochmal an, mal schauen, ob es da rangeht, oder? Sofern das jetzt anrufen war, ich mein Skype hat sich alle Heizung aus. Selbst auf. Du hast jetzt. BB. BB. Was? BB. Hi. Hi. Moment. Wo waren die anderen? Ah, da ist noch eins. Wow. Eben, das ist eine Erdnuss. Peanut. Hey, eine Peanut Butter Jelly Time. Way. Way. Was ist das letzte? Nein. Au. Da ist es. What the fuck? Hört man das? Warte mal, ich mach die Fernbedienung ein bisschen leiser. Ja, hört man. Oh, die ist ziemlich laut. Ich stelle sie mal auf leiseste Stufe. Mick kommt nicht. Er hat kommen gesagt. Nein, aber er bekommt Kirin zu. Ja. Relativ. Nein, also er spielt auf jeden Fall nicht. Vielleicht kommt er ab und zu mal ein Skype dazu. Ab und zu mal ein Skype. Ja, ich klatsche natürlich dagegen. Puh. Twitch Troll die. Was? Das Ding ist da. Käse. Was soll ich machen? Ich war da nicht. Ignorieren wir das, ich bin nie gestorben. Ich ignoriere meinen Tod. Nein! Ey, das war ein neuer Rekord. Oh, du bist gestorben. hat jemand den Fail-Counter mitgezählt? Ich hatte 3, das ist dein erster Fail, oder? War es Fail 1 oder Fail 2? Ich bin jetzt gerade zweimal runtergefallen, an fast derselben Stelle, weil ich gegen diesen dämlichen Felsen gerannt bin. Oh, okay, dann sind wir jetzt bei 5 insgesamt. Wow. Ist links noch da, Zombie? Keine Ahnung. Jet. Was mit Zombie? Nein, nicht. Zombie. Einfach mal sagen. Zombie. Das böse Z-Wort. Auf Befehl. Nein, ernst. Aslak, Junge. Ich hab ein Bienenauto. Und passend zum Ari gleich. Ach so, jetzt weiß ich, warum Aldo weg ist. Reven muss rülpsen, dann kommt sie wieder. Aha. Ja. Okay, hat nicht geklappt. Hat nicht funktioniert. Ja, wahrscheinlich hat sie auch so in der Mikro gemutet. 2, 9, 6, 9. Stirb. Nein, Mick spielt überhaupt nicht. Ach, er hat gar keine Ferien mehr. Haha. Toll. In welchem Bundesland lebt man denn, dass man keine Ferien hat? Er wohnt irgendwo im Osten. Im Osten. Ossi. Berlin? Brandenburg? Nee, irgendwo in der Nähe von Dresden? Ah ja, in Sachsen. Sachsen! Also, was ist dasselbe? Ah ja, stimmt, und du bist gestern mit uns bis 3 Uhr aufgeblieben, ne? Lol, echt? Ja. Hm? Ja, er hatte so überlegt, hab ich morgen Schule? Ah ja, schon frei, ne? Ja? Wer war's? Du. Ich? Also. Sie. Achso, er. Unser Telefon klingelt. Ich hör's nicht. La 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 la. Die Tür ist noch auf. Ich hör's nicht. Oh, das klingt. Dein Telefon klingt episch. Was ist das Telefon? Wenn es das war, was ich gerade gehört habe. Das klingt nicht mehr. Aber, ach, wow, wir haben ja schon 14.40 Uhr. Kein Wunder, dass er wie aus der Schule zurück ist.
spiele voll gerne Geräusche. Ja. Wieso sein? Rosalina, ja. Ich geb dir nicht so viele Sternteile, schon alles meine. Ich hab am Donnerstag Schule. Donnerstag? Am Donnerstag. Jetzt müssen wir hier drauf, oder? Bin mir jetzt noch nicht sicher, aber ich glaube, jetzt müssen wir da drauf. Am Donnerstag Schule. Nein, Donnerstag. Ja, warum? Weil er es kann. Weil er sich bis dahin krank gemeldet hat. Wegen den Game Break Days. Kommt er nicht auch aus der Schule? Haha. Ich glaube, jetzt muss ich immer noch nicht da oben drauf, aber ich kann es trotzdem noch von oben. Spielt. Oben. Du musst doch nicht da oben drauf, ne. Jetzt bin ich hier oben. Ah. Das kann ich auch machen, was hier drin auch immer ist. Wie ist ein Leben oder so. Am Anfang ist Spiegel eh total leicht, weil man die Strecke eh noch nicht gut kennt. Ja. Was ist das echt jetzt? Ich bin doch noch drinne. Naja, du hast ja Zeit. Ja, ja. Natürlich hat er das. Oh, so, wo geht das Leben hin? Kommt direkt auf mich zu. Moment. Tschüss. Aua. Was passiert, wenn ich hier unten rausgehe? Komm ich denn da überhaupt nochmal hin? Ach ja, stimmt, hier unten. Entschuldigung. Ich wollte das nicht. Ja, hier oben muss ich ja diesmal gar nicht hin. Hier muss ich hin. Ich brauch eh ziemlich viele Sternteile, oder? Ich muss hier noch ein paar Sternteile sammeln, ich muss jetzt die Vierfraß futtern. Wenn jetzt der erste ist, der braucht 100. Oder? Nee, das ist im Level einer. Die brauchen weniger. Naja, der braucht, glaube ich, oder 75 oder so. Der braucht relativ viel. Echt? Im Level auch schon? Ja. Ich glaube zumindest. Ich kann mich daran erinnern, aber man kriegt ja auch heißt Minitail. Haben sie umbenannt. Minecraft 2 heißt Minitail. Was? Ja. Ich hab's schon. Echt? Minecraft 2, ja. Wir sollten es einfach Minecraft 2 nennen. Jetzt haben sie es umbenannt zu Minitail. Hat er umbenannt oder wie auch immer. Lutsch. Oh, what the fuck. Ich habe einen roten Panzer in der Luft wieder eingeholt und der hat mich dann getroffen. In der letzten Runde, das war von mir. Das hat die dadurch erst gemacht. Boah, ey, die Smileys bei im Chat von Justin TV sehen so scheiße aus. Sie hat da voll die lustigen Gesichter. Ich bin gerade bei Twitch, da sehen die glaube ich anders aus. Ich guck bei Justin, die Affen, ne? Ne, bei Twitch sind keine Affen, da sind Gesichter. Echt? Dann muss ich auch auf Twitch gucken. Ab jetzt. Eigentlich. Keine Ahnung, hatte ich immer noch den Link von früher. Justin, wie gesagt, die ganzen Trollfaces und so. Genau, Reven. Du musst schreien, damit das ein Livestream wird. Also ich konnte hier abbiegen. Wo kann man dann noch mal hin? Ich biege mal ab. Das soll aber kein Live-Hub werden. Ich bin direkt beim Vierfraß gelandet. Ich hoffe, ich habe genug. Oh, ja. Ich habe 75. Ich hoffe, nicht reicht es. Wie viele? 100, verdammt. Ich spiel grad so möglich. Meinst du, du kriegst genug Reel? Was? Meinst du, du kriegst genug noch? Ey, zur Not kann ich ja nochmal zurückgehen. Aber ich gucke erstmal, was hier alles gibt. Goomba hat nochmal 3. Jumba, Goomba.
Herr Busch hat vielleicht noch was? Nee. Alter, diese grünen Panzer, das kriegt mich an. Wie viel brauchst du noch? Er braucht noch 9. 5. Wie viel brauchst du insgesamt? Ja, 100. Ah, hab ich doch gesagt. Ich glaube, den fehlen wir noch. Ah, nee, genau richtig. Ja, ja. Den einen einzigen, genau. Nein. Wo alle die Panzer sind. Ich hab das abgerechnet, dass das geht. What the fuck? Ja, macht er. Hört man das oder bist du mit dem 3DS online? Obwohl Chaos ist gar nicht online. Hört man. Nein, will ich nicht immer. So, hört man, sagt er. Putze Katze. Zombie, habe ich dich schon als Freund hinzugefügt? Fu jetzt! Mehr Anlauf, mehr Anlauf. Brötsch, weißt du zufällig, ob der 3DS inzwischen WPA kann als Verschluss? Ja, der kann WPA kann er, ja. Ja, weil der DS konnte es ja nicht. Nö. Ich will auch. Ich schaff's ja doch wohl. Dreisprung. Also war ein Seifertsprung oder Wandsprung, ist ein Junge. Ja, und dann Wandsprung, ja, genau, und dann. So. Mensch, Riven, du stellst dich aber teilweise auch echt an. Ja gut, ich aber auch. Ja, du bist jetzt nicht der, der reden darf. Ey, ich... Einer mit Schwert tot. Diese Wand hier ist nicht One-Hit, ja? Knack, tot. Ich könnte jetzt auch direkt hier hoch, glaube ich, ne? Alle Eisen. Ja. Kaputt. Du Brötsch, sollst deine Kanalkommentare vorlesen. Nö. Ich weiß nicht, ob aber das wäre lustig. Irgendwie schneller als du. Vor allem bist du auch sein lieber Freund. Die Computer geht noch schneller als du im Dingsmodus? Ja, weiß ich nicht. Aber ich meine, ich bin gerade mit Stern, ich habe ihn nicht eingeholt von mir. Ich habe 9 Münzen. Hm. Ach stimmt ja, bei Mario Kart 7 gibt es jetzt wieder Münzen, ne? Ja. Was bringt ihr nochmal? Da wird man schneller von. Schneller. Ziemlich cool. Hm. Ich hab. Und du kannst alles mit freischalten. Ich hab Auto mit fast voll mit Tempo ist. Und die überholen mich einfach so. Eben, das hättest du nicht machen brauchen. Du hättest auch hinspringen können. Echt? Geht das? Ja. Echt? Scheiße. Ausprobieren. Ja. Hä? Folks, da ging sogar schneller. Ich bin nicht hingekommen. Muss richtig machen. Das geht aber. Ja, also es geht, glaube ich. Oder? Ja. Wie du das gemacht? Ich weiß nicht. Es geht, ja. Es geht, es geht. Ich bin gerade hingesprungen. Ja, guck. Scheiß auf die blauen Dinger. Scheiße. Waren die jetzt eigentlich bei Austin Games Quick auch wieder, Galaxy? Ich glaube 2, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, 1 oder 2, ich bin mir nicht sicher. Ich guck mal auf meiner Liste, das müsste ich auf meiner Liste stehen. Oder machen sie doch gar keins? Doch, Galaxy 1. Echt? Wann? Der Mario 64. Wann kommt Mario 64? Dazu immer. Mario 64 kommt am Montag um 2.55 Uhr, also morgens. Und wann ist es dann bei uns? 2.55 Uhr. Ich hab das schon umgerechnet. Bist du sicher, dass es richtig ist? Morgens. Morgens um 2.55 Uhr. Wann kommt Galaxy? Danach oder was? Und wie viel Uhr ist es ungefähr dann? Also, Stunde. Ist so klar. Anderthalb Stunden später, weiß ich nicht. Das ist jetzt, glaube ich, ein Bosskampf, ne? Ja, Bosskampf. Rania? Nee. Bosskampf. Bosskampf. Ah, jetzt muss ich hier oben drauf. Bei der dritte Stern. Ja. Nein, verdammt. Hat eben als beim ersten Mal funktioniert. Ja, eben auf dem blauen Panzer getroffen. Oh, Gegner. Guck, Punkte. Das. Kannst du nicht auch einen Walldump am Baum machen oder so? Keine Ahnung. Sieht auch irgendwie machbar aus. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ja, was ich lese, Tür plus Feld. ich glaube, ich muss da doch hier das irgendwie dagegen kicken. Ja. Und jetzt? Ach, er wieder. Er hier. Ey, hier Junge.
Wie machte man den denn nochmal kaputt? Ach ja, hier sind wieder solche Dinge. Brauchen wir jetzt immer 200 Münzen? Nein! Und Brötch, hast du für den 3D den Goomba geschlagen? Und Cats? Natürlich, ich habe mir das Bundle gekauft. Schicken die erst ab. Der Poki hat den Goomba Blatt gemacht. Wo ist dieser dämliche Ding hingerollt? Wo ist das Ding hingerollt? Es ist weggelaufen. Gerollt. Ah, da ist es ja. Ich muss das doch dagegen schießen. Kannst du nicht einfach weit unten ist? Weiß ich nicht, auch kann ich auch ausprobieren. Ne, guck, wie die kurz auf dem Boden ist. Ja. Wo ist denn das Vieh? Jetzt ist es schon wieder weggerollt. Nicht, dass ich es weggeschlagen hätte. Terry, hey. Funktioniert eigentlich der 3DS immer noch mit Freundescodes? Ja, aber du musst aber ja du einen diesmal nur eingeben. Einen einzigen im Menü brauchst du nur einen einzigen. Ah, das geht ja. Das ist nur einer. Ja, das ist also. Ist das quasi so quasi wie ein Account quasi ja. Dann? Ja. Okay. Okay, ach hier ist es. Geht doch. Warum hat man. Warum habt ihr kein Internet an der Wii? Habt ihr kein WLAN? Nicht der Blumenkampf. Da hängt ein Vieh an meinem Kopf, deswegen war ich auf einmal so langsam. Aua! Du bist doch voll reingesprungen. Bin ich gar nicht. Das Vieh kam auf mich zugeflogen. Ja. Ach so, das da, wo ich das zurückschlagen muss. Zielt bitte auch auf mich. Mhm. Ran. Ne? Ist das auch dieser? Ich glaube, das ist auch das Vieh, ne? Was du meintest. Ich will eine Münze. Danke. Deutsch, das hier ist auch dieser Oktopus, der hier als E-Gegner ist, oder? Ja, ich glaube schon. Der ist cool. Den mag ich. Ja, der ist auch einfach, glaube ich. Ich muss einfach nur die Dinger zurückschlagen. Gibt's die nicht später nochmal? Ne, in Galaxy 2 gibt's den glaube ich nochmal. Ja. Da gibt's ja so eine Mission, dass du glaube ich diese ein paar Bosse aus Galaxy 1 machen musst, oder? Ja, das gibt's auch. Aber den gibt's auch nochmal. Ah, ja, 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 jetzt bin ich fast in die Lava gelaufen. Aber ich glaube, man kann ja gar nicht in die Lava laufen. Den kannst du. Kann man doch, kann man doch. Stimmt. Reven mag nur die Tentakler an dem Boss. Ja stimmt, jetzt blockt er ja ab. Ich hab ihm die Krone weggehauen. Böse. Ach ja, jetzt verfolgen mich böse, was ist eigentlich mit Ailu? Tot. Tot, Junge. Ihn holt er auf. Und es landet auf der anderen Seite des Lavasees. Nee, doch nicht. Ich hab das, weiß ich nicht, das habe ich geschafft. Als ich da einmal zum Boss hingesprungen bin, habe ich immer einen Weitsprung gemacht und bin aber nicht mehr in der Lava gelandet. Ich weiß nicht, ob das gut war. Die ganze Zeit hinter mir war, auf dem zweiten Platz ist jetzt auf dem vierten. Vier Sterne. Was soll ich machen? Ja, yeah. Habe ich gemerkt. Da, die haben wir fertig. Schau, Server Mike will mit dir Mario Kart spielen. Wer will mit wem spielen? Server Mike. Wer mit wem? Mit dir. Hm? Mit dir. Ich mach grad Spiel gehabt. Er will ab. Wir sind Singleplayer spielen, ja. Komm mal. Yeah, die Biene. Der mit mir. Ups, ne? Ihr alle mit eurem Mario Kart 7, ihr verleitet mich dazu auch ein 3DS zu holen. Ist ja mittlerweile relativ günstig.
Ja, 150 gibt's hier momentan. Und mit Spiel, also direkt ein Battle mit einem Spiel 180. Wo denn? Und da gibt's ja richtig Zeilischen. Da kriegst du einen mit Ocarina of Time 3DS, dann noch eins mit Nintendogs und eins mit Super Mario 3D Land. Ja. Also der Zelda-Reihe sieht richtig genial aus. Also wenn, dann hole ich mir auf jeden Fall das mit Nintendogs. Der ist rosa. Auf jeden Fall. Der andere ist weiß, der von 3DS, und der von Ocarina of Time ist schwarz mit Symbolen drauf. Ist der einzige, der irgendwelche Symbole hat. Ja, das ist doch der Geilste. Wobei der von 3 von Dings ist auch nicht so schlecht. Ja. Aber der Pink ist immer noch am besten. Genau. Wie schaffen es die hinter mir zu bleiben? Haben die Rebound-Effekt oder was? Ja. Wenn ich vorne bin, dann fahre ich auch schneller. Ich glaube schon. Guck mal, ich hab die hier schon nochmal überholt, ohne Waffen. Und jetzt bleiben die immer meine hinten dran bei mir. Dann will ich sie wegkommen. Ja. Ja. Guter Konzept. Da ist es. Wo ist mein 3DS eigentlich? Hinten. Da kann ich gerade nochmal in adden. Ich glaube, wir sollten mal einen Forum-Beitrag aufmachen oder so mit Freundencode. Ja, kannst du ja für Wii beispielsweise auch machen. Hab ich gemacht. Hatten wir das nicht schon mal? Hat ich gemacht einmal. Einmal. Ja, da hat irgendwie keiner so richtig drauf geantwortet. Gut, für Wii ist es halt bescheuert, weil du so halt für jedes Spiel einen brauchst. Ja, das ist deswegen habe ich den auch gemacht. Hm. Kannst du ja auch Steam-IDs reinschreiben, obwohl wir hatten ja eine Steam-Gruppe. Muss man sich gegenseitig adden? Bei ja, das ist auch wieder ein bisschen blöd. Meine Fresse, die sollen einfach mal ein Account-System benutzen. Ja. Das ist, Ich meine, Codes sind ja, so ein Code ist ja auch quasi fast wie ein Account, oder? Ich meine, wer benutzt heutzutage auch noch ein Spiel? Wie kann man spielen in Mario Kart? Ja. Na, Raven? Hä? Wie kündigen kann man spielen in Mario Kart? Die hier? Echt? Ja. Die ist aber kleiner, oder? Ja, ein bisschen. Nein, genau so. Bisschen kleiner. Was? Wo war denn der letzte? Ist hier nur Fell? Ach, da. Teddybär, deiner ist falsch. Auch für wie hat er gesagt? Soll gleich sagen können. Alter. Warum ist Battle Mario so schwer? Hä? Hey? Battle Mario. Jetzt weiß ich eventuell, was mit Eilus war, beleidigt, weil Reven doch nicht so gut gespielt hat. Das wird sein, ne? Stimmt auch. Geht irgendwas, kommt auch. Yep. Ja, was hat er denn auf dem ersten? Was brauche ich die sechste? Look. Watch out. Sie wollen etwas sagen. Eigentlich will ich aber nicht hören, was sie zu sagen haben. Ich muss sie, glaube ich, auch gar nicht ansprechen. Aber das ist eine Garage. Ja, und? Look. Ey, ist so arsch. Hast du den Blumen gehabt? Oh, ich kann die erste Dings... Welche war das? Das war eine von den Testwelten, ne? Testsurfen. Na gut, mache ich das mal schnell. Schaffst du nicht. Lass uns surfen. Wir haben auch mal Mario Kart. Wir haben 18 Fuas. Was? Wir haben 18 Fuas. Fuas? Juas. Nein, Fuas. 18. Hä? Und 10 davon sind wahrscheinlich ich, weil ich 10 verschiedene Tabs mit dem Livestream aufhabe. Echt jetzt? Na. Nein. Was ist passiert eigentlich, wenn ich ihm Nein sage? Möchtest du auch surfen? Nein. Nein, nein. Warte mal.
Dann ist es, dann gehst du, dann denkst, ist das Gespräch vorbei und du stehst wieder davor, da musst du wieder hingehen und genau sagen. Aber die Surfsteuerung ist so scheiße. Oh ja, ey. Wenn man das einfach mit Nunchuck spielen könnte, wäre das viel geiler. Vor allem, das Dumme ist, man kann den Nunchuck nicht mal dabei absetzen. Das ist das Dümmste, dann hängt ja so ein scheiß Nunchuck dran. Das kann man auch falsch verstehen. Kann man, aber muss man nicht. Geiler Sack. Was? Wie, hat alle Münzen eingesammelt. Nein, nicht alle, er hat die zwei oder so ausgelassen. Ja, die ersten. Fucking Noob. Wobei in Galaxy finde ich die Wasserlevel sogar manchmal relativ geil. Okay, so viel zum Blumencup, das ist schon aus. Ich hab noch kein letzter Level. Musste man hier eigentlich bremsen? Bestimmt nicht. Würde ich schon mal machen, also. Bei richtig krassen Kurven würde ich es machen. Mit zum Beispiel bei der hier? Es gibt später noch eine, die ist schwerer. Beim Testsurfen brauchst du es nicht, beim Challenge Surfen würde ich es machen. Ja, wenn ich überhaupt zu den Challenge Galaxien komme. Mach. Ich will sehen, wie du daran krepierst. Wahrscheinlich macht er alle beim ersten Mal. Skill, Junge! Gab's nicht hier auch irgendwo einen Trick, wo man abkürzen konnte? Aber ich kenne den nicht mehr. Gab's nicht. Von relativ weit oben konnte man runterspringen. Ich glaube nur beim richtigen Surfen, oder? Nee, ich glaube auch hier. Ich glaube beim Challenge Surfen ging. Ah, verdammt, nicht unter einer Minute. Schade, Junge. Schade. Nein, schade, Junge. Schade, Junge. Jetzt musst du resetten. Ja, weil ich Coins verfehlt habe. Ne? Ne. Die brauchst du, Geld. 3 Geld. Oder wie Big Dip. Keine Coins. Coin Reset. Und dann ein paar Mirror Cups habe ich auch schon. Aber ich habe auch 3 mit Silber. Galaxy komplett. Ich kann ja mal gucken, dass ich alle versuche, so die regulären Sterne zu machen. Diese Challenge-Dinger da nicht so mit diesem ganzen Kometenzeug, bla bla bla. Nee, naja, ich finde die sowieso teilweise total dämlich. Echt? Deswegen ja. Die meinst eigentlich ganz gut. Boah, das aber ich kann ja gucken, dass ich jeweils immer die 3 regulären Sterne von allen Welten mache. Na gut. Da bin ich auch schon genug beschäftigt. Stein. Hä? Stein. Shalom. Ich sag das Stein. Hamala. Muss ich hier überhaupt hoch? Ich muss doch zum Wachturm, was mache ich denn da? Ach, egal. Jetzt gehe ich außen rum. Wenn man sich sicher, ich hätte glaube ich sogar abkürzen können. Ich hab was drauf raus. So. Also du machst schon die 100 Münzen. Was? Das ist immer das gleiche hier vom Ziel, ne? Blitz, Panzer. Das ist immer die Kombination, dass man nichts machen kann. Es hat gerade geklingelt. Vielleicht sollte ich an die Tür gehen. Ach, lass. Nee. Das ist bestimmt nur Edo der Bofrostmann. Ja, es ist schon jemand an die Tür gegangen. Ja. Der Bofrostmann. Er kennt Bofrost nicht. Wahrscheinlich. Kennst du Eismann? Ja. Das ist dasselbe, nur andere Firma. Ach so. Von Bofrost. Ach so. Es gibt ja auch Eismann. Ihr dachtet bei Eismann an. Ach ja. Ja. Ja? In Bayern gibt's doch was noch. Nein. Obwohl doch, ich habe irgendwann auch schon mal gesehen wieder. Und außerdem bin ich. Wollen wir die Mirror Cup nicht zusammen? Nicht in Bayern, sondern in Franken. Da reicht von einer von uns erst. Stimmt, man kann ja auch zusammen Dings machen. Ja, kann man machen, aber den mache ich jetzt einfach. Ach ja. Kamikaze. Hey, komm her. Stirn! Komm jetzt her. Du warte. Du, juhu, du bist Regenbogen, Mario. Wir müssen töten, alle Gegner. Leider nicht. Können wir bei Kirby machen. Genau, wir müssen töten alle Gegner. Aber es gibt noch eine Stelle, wo wir garantiert einen Lolli einsammeln.
Nee, hat Lolli gesagt. Zwei? Zwei, glaube ich. Ich habe nur eine. Sonst ist eventuell noch von schwarzen Kirby. Aber ich glaube nur eine sonst. Nur auf dem Weg zum Baum. Auf was spielt ihr das eigentlich? Kirby beide auf Emulator? Ja. Fuck. Also auf Game Advance, geht schlecht an. Ne? Geht schon. Wir haben auf Emulator, kann man ja, wir haben das mal zu zweit gespielt, das wäre auch richtig, richtig genial. Gab's hier einen Trick, dass man so hier hochkommen könnte? Vielleicht kann man das Spiel irgendwie durchspielen. Ich glaube aber nicht, ist zu hoch. Aha. Können wir ja auch nochmal später machen, wenn wir nichts zu tun haben. Ja, wenn nichts zu tun haben, können wir mal mit Leck das mal machen. Weil es kann sein, dass das Ding. Und so. Es kann nämlich sein, dass ich früher fertig bin. Dann können wir eventuell ein bisschen Random Dreck machen, weil ich glaube, Brink mache ich nicht. Ich glaube, das ist zu langweilig zum Anschauen. Im Trailer warst du ja auch nicht drin, ne? Ja, eben deswegen. Oder wir Speedrun dann montags maler. Nein, wir Speedrun Minigolf. Aber wir streamen. Ich mache alles auch in Ordnung, oder? Dumm. Komm her. Die Folge Pwn Dream. Hallo? Soll ich nicht getroffen zu werden? Geht doch. Ich hab vergessen zu springen. Ja, das mache ich auch manchmal bei Mario. Oh. Springen, was ist das? Jump and run. Rennen und springen. Er hat mich nicht runtergeworfen. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, es ist mir noch nie passiert. Mir auch nicht. Hallo? Ey! Du Nutte! Geht doch. Der einfache Stuhl. Nein. Geil. Oh yeah. Auf dem 6. Platz, Kanone. Also wenn das nicht Daisys Wagen ist, ne? Oh, Leute, ich habe meinen Anker kaputt gemacht in dem Level. Kanone. Ja. Ein Gummiluma ist aufgetaucht. Da habe ich eh noch nicht genug Sterne für. Dafür muss ich das nämlich Sternteile sammeln, das ist... Die roten Panzer auf Platz. So, was ist das andere? Die andere Testgalaxie? Ball? Ne, Umdrehboden. Ball. Achso, Umdrehboden kommt erst. Dann mach ich jetzt Umdrehboden. War das so? Das ist falsch. Zeitrennen versuchen oder so. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ein paar Münzen, aber nicht viel. Auch nur höchstens 10. Nee, davor. Wer ist das? Doch, Stern, ne? Stern ist der dritte, ne? Genau. Ey! Ich hab mich zweimal mit dem Ding treffen lassen. Nicht schlecht. Krieg auch nicht jeder hin. Nee, oder? Riefen nicht sterben! Was hält denn Damon Cyril von Franzosen? Das ist nicht jugendfrei. Erzähl. Ich lenk doch. Lol, bei mir ist gerade übelst. Oh, ich bin daneben gesprungen. Okay, geil. Ich hab. Geil. Hallo, Jo. Ja, die Erdanziehung mal hier versagt. Das hatte irgendwie voll Stil. Irgendwie nicht, nein. ich hab vergessen, erst den linken Weg zu machen. Oh, jetzt schon mal. Und Riven, wie ist deine Meinung zu dem Thema? Nein. Bleibt das nicht jetzt stehen? Ich hoffe, es bleibt stehen, sonst trifft es mich. Es trifft mich. Was macht Riven da? Ist das online? Oh, es bewegt sich ja, nicht mehr. Ja, war die ganze Zeit online. Das ist halt Pwn-Riven. Es hat angehalten. Rion, warte jetzt, bis weiterfährt. Na los! Ich hab nicht den ganzen Dach, Zeit. Ey, wie hoch ist denn jetzt der Fail-Counter? Der ist jetzt bei 6 oder so, oder? Ich bin erst dreimal gestorben. Ja, der ist so bei 6. Steigen wir da eh bei VVV. Machst du 100% oder machst du? Ja, 100%. Also das ist eigentlich ein bisschen blöd, VVV.
damit zu zählen. Das ist wie als bei, wenn man bei I Wanna Be The Guy. Das ist so, als wenn ein T-Rex mit aus Edge of Heart spielt. Noch schlimmer. Das ist so, als wenn ich I Wanna Be The Guy spiele und in jedem Raum 50 Mal sterbe. Gegenangriff der Stinkkäferfamilie. Entschuldigung. Genau, Reed. Ja, Kira ist die Stinkkäferfamilie. Das ist immer was. Irgendwie konnte man hier auch links den Berg hoch als Mario, oder? Ja. Relativ einfach, aber ich weiß auch nicht wie gerade. Ich glaube mit 3 Sprung, oder? Immer, glaube ich, springen und drehen oder so. Ja, genau, springen und drehen. Hab nicht hingeguckt. Weißt du, da sitzt dieses Brett. Geh da hoch! Geh da hoch! Game Break Days. Drehen musst du. Nach den Game Break Days habe ich das echt gelöscht und habe es bis heute nicht installiert. Echt jetzt? Ja. Dann mach mal schnell. Ja, er spielt doch heute eh nicht. Ja, bis morgen, ne? Ja, hab ich noch Zeit. Ich wollte es nicht üben? Hä? Nein, wozu? Wer braucht schon üben? Vor allem du bei Battle Edge. Üben? Seit wann ist Calvin und Dubschaf dein Diener? Seit ich sie gepimmelt habe. Seitdem er sie gepimmelt hat. Das ist sogar wirklich so. Ach, das hat Calvin auch geschickt. Ich hab ihm einen Schatzfuck abzugeben. Dubschaf hat daraufhin geschrieben, Kay, was soll ich tun, mein Meister? Mensch, Riven, hättest du es dich nicht zurückhalten können? Das verstehe jetzt alle falsch. Irgendwie schon, das klingt total falsch. Du hast mich auch... Naja. Warum hat das bei dir bessere Grafik als bei mir? Was? Weil ich noch ein bisschen weiter weg bei dir. Ah, jetzt kommt der Boss. Ey. Letzte Runde. Scheiße. Beide noch überholen wir nächste. Schon mal eine überholt? Zwei überholt irgendwie? Keine Ahnung. Drei Gold. Vier Gold. Jetzt kriegst du eine useless Waffe, ne? Wenn jetzt einer zu nahe kommt, dann ist er gefickt. Fuck. Und los. Doch, Panzer, schieß den los. Ah, zu spät gedrückt. Yes! Ein Lang kommt noch, oder? Ja. Boah, kannst du mich hier verlieren. Ich muss 3 Punkte haben, weil 2 Punkte haben. Nee. Wo kann man hier die Abkürzung machen? Hm? Hier die Abkürzung machen? Woho Mountain? Ich kann, weiß ich nicht. Eins von den Boho-Teilen kommen. Ja. Sag mal, wenn ja. Wenn du was siehst. Ich weiß nicht, was es ist. So. Ich hab's schon gelesen. Kann man es online auch machen, eigentlich? Ja. Pff, ist ja lame. Aber es sollte nicht angehen. Ich stand in der Endzone, glaube ich. Hm. So. Ja, ich stand, kurz gelesen. Ja. Und was stand da sollte? Achso, ich kann ja gar keinen Weitsprung machen. Was stand da sollte? Was ist weit? Ja, als Bienenmarell kann man doch gar keinen machen. Ich was? Hm. Weitsprung, Weitsprung. Was ist weit? Und wie ist eure Meinung zu Käse? Igitt. Ich finde es nicht voll genervt, wenn du das auf dem Minimap hast. Ich glaube, Brett stimmt mit mir überein, oder? Ja. Außer geschmolzenen auf Pizza. Der schmeckt gut. Ja, es geht. Auch den kann man essen. Mozzarella schmeckt eigentlich. Hm? Ja, auf Pizza. So, Roboterfabrik. Wirkt alle kleinen Käse. Nicht normalen Scheibenkäse und so weiter, das nicht. Mehr mag ich, aber nur den Gouda. Ja. Also ich mag Käse allgemein. Du abgedreht. Käse gleich französisch. Hm? Auch so ein Stinkekäse, Kirak? Ich sag dir doch keinen abgedrehten. Du bist nicht abgedreht. Würzig, Spieler, Käse. Schimmelkäse. Nein. Der will gehen. Driften ist man so schneller, irgendwie, kam mir so vor. Ja, das ist nur, weil du innen lang fährst, immer. Wenn driften ist es mal. Bisschen weit gesprungen. Ja. Nee, oder? Bist du gestorben? Nein. Geil. Du musst dich einfach nur dahinter stellen. Weil du es über das Ding drüber springen musst. Nein! Oder du stellst dich an das Ding dran und duckst dich. Duck dich einfach. Geht das?
Das habe ich noch nie gemacht, Ducken. Ich sterbe. Na, der Goomba! Diesmal was der andere! Es gab nur zwei Goombas und beide bratzt da weg. Alle Goombas weg. Hat funktioniert. Muss alle Goombas töten. Ja, genau. Ich nehme. Guck. Ich werde mal gucken, welche ich brauche. Wenn du bisher Sternkampf gemacht hast, oder hast du random gemacht? Ich mach so alle. Vor allem, was ein geiler Bossname. Megabein. Siehst du das nicht schon, wenn ich hab den letzten. Online? Die ersten drei. Okay. Megabein war meiner Meinung nach, glaube ich, sogar total einfach. Musst du Brüche stellen, oder? Ja, ich mach schon. So, wo ist das Bein? Da ist das Bein. Oh, das ist ein wenig verwirrend. Drösch hat Teddybär R genannt und irgendwas hat S D genannt. Ich weiß es nicht, deswegen. Keine Ahnung. Bleiben wir einfach bei S. Wen? Wir müssen geschlechtsneutral wen bleiben. Wen denn? Teddybär. Wer ist Teddybär? Ich würde auch beitreten. Jo. Ach, das ist das jetzt. Das fand ich auch irgendwie dämlich. Da gab es auch einen Trick dabei, aber den kann ich glaube ich nicht. Wie brauchst du noch? Denk an Stucken. Oh, hat funktioniert. Hätte er darüber springen können. Ja, aber das Problem ist halt, dass diese Rakete ja auch hinterher kommen muss, ne? Es geht aber. Ja, es geht, aber es kann natürlich auch bleiben, dass die passieren, dass die da nicht mitkommt. Kann. Oh je. Kann aber. Und zu Zombie-Zock, er sagt jetzt wieder eher. Ist bei mir der Chat stehen geblieben? Ja. Wer ist denn? Ne, doch nicht. Wer ist denn Teddybär? Hallo? 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 Ein Mensch, so viel wissen wir. Sicher? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, es könnte aber auch etwas anderes sein. Ich bin mir da. Ich bin mir da noch ein wenig unschlüssig. Wollte ich nicht. So, es ist Verstehen Nummer 10. So, jetzt können wir ins Badezimmer. Oh, der Anfang zieht sich hier so mit diesen dämlichen Erklärungen. Alter, also, wie lange wird er noch mit dem? Was? Wie ich Franzosen finde. Ich sag jetzt mal so, wenn ich. Ist das wirklich so? So gut wie jedes Mal, wenn ich jemanden in einem Ego-Shooter treffe, der einen FR im Namen hat, dann sitzt der Trottel in der Ecke. Und kämpft. Das ist mir so oft passiert, ne? Kommst in ein Spiel rein, einer mit FR, oh, sitzt in der nächsten Ecke. Das ist mir so oft passiert, also, langsam euch das Gefühl. Was heißt FR? Frankreich, weiß Franzose. Echt? Nein, glaube ich nicht. Spannend. Bestimmt lernen die das in der Schule. So, liebe Kinder, jetzt setzen wir uns alle in die Ecke. Ja, ich glaube, bei LOL sind die auch ganz lustig, die Typen. Das Fliegen der scheint es zu bringen, ne? Ja, was? Das Fliegen in der Einstellung am Balkon. Mhm. Vor dem Vorsprung getroffen, ne? Guck mal ein bisschen mit Dingen rum. Ich hab ihn getroffen in der Luft. Yeah. Get in money. Nein, ein Geld noch. Was ist eigentlich mit Ailu? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und der Sternregenfahrt. Ja, ich würde so, wenn Frankreich im Krieg ist, setzen die sich auch alle in die Ecke. Genau. Und warten, bis die Gegner kommen. So, wir setzen uns jetzt alle hier hin und wenn sie kommen, bratzen wir sie alle weg. Alle so rennen so an einen Hügel mit der Sniper. So.
Das ist jetzt Style. Alle rennen aus dem Gebäude raus, setzen sich an einen Hügel und schauen die ganze Zeit in eine Richtung, bis jemand kommt. Lol, merkt bin. What the fuck? Ich bin irgendwie nicht hergefahren. Hm. Oder gefahren, Battle Roll gemacht und gucke in den Verstrichen. Und wenn sie merken, die sie haben. Sich so eine Ecke mit. Wenn sie da merken, ja. Sie haben doch keine Chance, dann rennen sie einfach drauf und hoffen, noch irgendwas umzubratzen. Genau. Dann nehmen sie ja am besten noch Raketen und rennen damit rum. Oh, da kommt ein Panzer. Ich bin ein Scharfschütze. Ich werde jetzt gucken, dass ich diesen Panzer töte. Oh nein, es funktioniert nicht. Er rennt hin und schmeißt nur C4, schmeißt drei C4s an den Panzer, rennt wieder weg und zündet sie. Wieso funktioniert das nicht? Er rennt einfach gegen. Oh, es kommt ein 3DS im Metal Gear Solid Stil. Okay. Snakey, der 3D kommt doch. Ja, und es soll dazu ein DS geben anscheinend. Hol ich nicht. Das Einzige, was ich kriege auf 8. Wenn ich mir die Metal Gear Solid 3D Collection hole, da ist auch Snakey da drin, ne? Da ist, glaube ich, Teil 2, Peace Walker und... 3, Peace Walker, warte. Ich glaube, das sind die einzigen, oder? 2, 3 und Peace Walker. Und halt diese Metal Gear 1 und 2. Ne, 1 und 2 sind noch nicht drin. Achso, Metal Gear, ja. Achso, Metal Gear 1 und 2, ja. Kann ich jetzt nicht auch holen, ey. Aua. Haben muss. Jetzt wurde es gemacht und keiner auf. Aber schade, dass er eigentlich Teil 4 nicht noch für Xbox rausbringen. Ja, das wäre richtig geil. Ja, vielleicht machen sie es ja noch nicht mal. Glaube ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ich wette, bestimmt war jetzt die ganze Zeit so ein Franzose im Chat oder so und ist jetzt übelst beleidigt. Voll beleidigt. Ja, ja. Ich auch. Ich fange mich immer mit Le an. Le. Le Caliente. Was übersetzt übrigens heißt das Caliente. Ne, El Caliente war es. Na, what the fuck, wir können mit Stern weg. Ich hab eben Stern. Du kannst den Markt. Sechster Platz, mein Bitte. Das Level fand ich cool. Razer Game sagt, es gibt keine 3DS Snake Eater Style, nur es gibt nur Aufkleber. Hm. Oder das sind nur Aufkleber. Ist ja Homo. Ja? Ja, sagt er. Sagt Razer Game. Razer. Reizer. Ratzer. Ich hoffe nicht, dass ein komplett herauskommt. Ah, bis jetzt der einzige, der komplett ist, ist doch nur dieser mit Ocarina, oder? Auf der ansonsten ist ja nichts drauf, aber auf keinem. Irgendjemand hat mich jetzt Skyper geschrieben. Frankreich, Kanada, Franzose, Frankreich ist das Schlimmste. Ah. Ja. Ich weiß nicht, ich finde das nicht wirklich eine Abkürzung. So, nächster Stern. Echt? Nee, ja. Das belasse ich jetzt mal hierbei. Ja, also ich weiß. Was kommt denn ab 16 Uhr? Hä? Was kommt denn ab 16 Uhr? Kirby. Nicht wer? Kirby. Geht. Ich sag Kirby, du sagst nicht wer. Ja, weil ich gesagt habe, was kommt. Oh, jetzt kommt Testball. Wundersame Reise des Sternenballs. Okay. Ich sehe nichts, fuck. Cool. Nein, das ist gar nicht cool. Nein, ich meinte das nicht. Ich meinte das im Chat. Aber wie ist es dann? Ist es dann einfach nur ein 3D, also nur ein Remake vom Snake Eater oder ist das quasi ja, ein Ding? Remake. Echt? Ach, ja, scheiße. Alter, ich werde dreimal vom Stern hier umgebracht. Einmal war ich, aber ja. Wollte ich nicht. Was macht ihr denn? Da kann noch einer. Ihr macht doch Kirby Race, oder? Ja. Du wolltest, glaube ich, sogar schneller als ich. Weiß nicht. Ich hab schon in letzter Zeit öfter gespielt. Ich hab's gar nicht gespielt, also nicht so. Ding. Wie lange dauert das Race ungefähr? 15 Minuten. Echt? Krass.
Nein. Was? Das Race dauert keine 15 Minuten. 50. Du hast 15 gesagt. Ja. Hast du. 50. Du hast 15 gesagt. Das hat jeder von uns gehört. Nein. Ihr lügt alle. Echt. 50 gesagt. Mhm. Oh oh. Roll the dice. No. Du hast schon 15 gesagt. Siehst du, schreiben sogar die im Chat. Ich habe keine Ahnung. Wir wissen noch gar nicht, worum es geht. Doch, eigentlich schon. Nein, Shy Guy. French Guy, Shy Guy. Passt das nicht irgendwie zusammen? Kielberg? Nein. Dein Avatar? Nein. Doch. Nein. Shy Guy, French Guy, Kielberg? Nein. Gell, Brötsch, du kannst es gar nicht, du kannst es gar nicht beurteilen, du hörst dich gar nicht selbst. Genau. Oh. Cheater. Okay. Ja. Cheater. Du. Ich hab jetzt irgendwie Bock auf Get Mario. Mach doch. Ich hab Cheater im Inn. Nein. Warum nicht? Oh, ich hab's dann wild. Geil. Verarsch mich nicht. War bist du? Sure? Ah, jetzt geht's wieder. Sure? Schöri, Junge, was schlammerst du? Hast du gelernt? Ich glaube, das ist dieser dämliche Bosskampf. Ich bin auch runtergeflogen. Eben mal kurz AFK. Alter, was hat die alles für? Achso, die hat ja 7 Item. Auf dem zweiten Berg? Ich war das, ja. Ich hatte meine Bombe noch. Ja, das ist die VW. Sorry. Ich hatte Stern als erstes eingesetzt. Logischerweise. FP. Alter, dann werde ich wieder von einem blauen Panther getroffen. Ich werde vom blauen Panther getroffen. Ein paar Sternteile. Lol, Spox ist der übelste Combo Breaker. Warum? Vier Leute schreiben ich, Spox, Bibi. Fail. Wer ist schon wieder da? Keine Ahnung. Spox. Ja. Er sagt zu sich selbst, welcome back. Ja, und sagt das ja keiner. Ja. Wie viele Münzen hast du eigentlich? Eine. Null. Deswegen holen die mich auch einfach gerade. Das liegt, Tavok, das liegt daran, dass er ein anderes Mikrofon hat. Ich musste mich auch erstmal übelst umgewöhnen. Ich weiß gar nicht, wusste Tavok schon, dass ich ein neues Mikro hatte? Voll, oh, richtig passe Scheiger. Letzter. Da fragt jetzt nicht weiter. Er hat kein neues Headset, er hat ein neues Mikrofon. Oder? Ja. Stand ab. Mit Beständer. Was war's? mich an der Stelle aus Dings, aus Simpsons, wo der Typ, wo Homer sei umgebracht hat. Ich hatte die Wahl. Entweder ich töte ihn oder niemanden. Ach, eine wunderbare Wahl. Kann nur von Homer kommen. Ich töte ihn oder niemanden. Heiß! Nein, er wird nicht Frankreich. Doppelt heiß, doppelt bester heiß. Gamer, er wird Frankreichs einziger erkannter. Allgemein. Nee, erkannter. Bester Noob. Ja, nein.
Und dann geht er zu irgendwelchen Gamescons und dann sagt er, ich bin bester Gamer in Frankreich und alles. Alle, wow, in Frankreich. Oh. Ich wette, der beste Gamer in Frankreich hat ein positives Stat bei League of Legends, aber gerade so. Ich wette, einer französischen ESL dauern Counter-Strike-Matches immer eine halbe Stunde. Ja, weil alle kämpfen. Ja, bis mal einer aus der Ecke rausrennt. Ich weiß, wie die es machen. Und die gehen immer in die Ecke und bewerfen sich immer gegenseitig mit Granaten, zurück in den Shop, kaufen sich neue Granaten und versuchen sich die ganze Zeit abzuwerfen. Und deswegen dauert es eine Ewigkeit. Ich glaube, sind die auf jedes Team. Also. Rieben, mach mal hin, wir sind gleich dran. Du musst das Spiel natürlich spielen. Genau, ich muss es noch durchspielen. Warst du los? Reven, ich soll dir sagen, du sollst das Touchpad heftig drücken. Skyrim. Carlos, das Video? Welches? Dieses 13 Sekunden Video da mit diesem Was Typen? Ja, genau. Ja. Cool. Vor allem diese in dem erste Musik aus dem Skyrim Trailer. Ah, nein! 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 Aua. Die ist auch nicht geschafft, das ein von den 25.000 Teilen zu bleiben, dieser Wahl. Wer ist Torzellan? Das weißt du nicht? Nein, ich frag jemand im Chat. Ein Typ, der Cover macht. Und zwar ziemlich gut. Der hat Bridge Intro gemacht. Genau. 50, wie viel habe ich denn? 4. Nein, Tabuk, er meint nicht Porzellan. Porzellan? Was war denn das gerade für eine Melodie? Porzellan. Was? 7 bei Halo? So ein Quatsch, ich bin nur dreimal gestorben. Mystic Quest aus Final Fantasy. Mhm. Final Fantasy Mystic Quest, so. War ich schon. Haben gar keine Winterstimmung hier, ne? Mhm. Tschüss, Todd. Schade, er hat überlebt. Kann man den Todd auch immer noch töten? Wahrscheinlich nicht. Ich muss einfach mal daneben schießen. Was passiert? Ja, es geht. Ja, er ist aber scheinbar woanders hingeflogen. Ich bin immer noch Snowden, sein Avatar ein bisschen ausgecheckt. What the fuck? Platsch. Zombie Top hatte Skyrim am 19. November durch. Es kam am 11. raus. Gut, wenn du nur Hauptquests machst. Warte, wann kommt jetzt eigentlich VVV für den 3DS raus? Das finde ich jetzt ungefähr. Die Frage, wer glaubt, dass ich öfters in Mirror's Edge krepiere als Brötsch in VVVVV. Aber ey, um den Gag zu erhalten, ich werde extra wahrscheinlich nicht üben. Das ist doch nicht geübt. Einfach nur damit ich wieder so fehle. Und dann vielleicht bei den Summer Break Days werde ich richtig üben.
Wenn wir das, wenn das ja alles klappt. Was ich mal hoffe. Ich meine, geht ja eh schon bald die Welt unter. Und daher ja, kann man es mal machen. Ich spiele nicht so hart, sonst kannst du vergessen. Ah. Das ist aber ziemlich kacke, muss ich sagen. Ich spiele das bei, Mirror's Edge, weil es ändert einfach nur, dass die Gegner mehr Schaden machen. Und ich meine, da ich versuche, so schnell wie möglich durchzukommen, will ich nicht, dass die Gegner viel Schaden machen. Nicht? Nein. Wieder viel schneller dann. Du bist viel schneller tot. Ja, dann geht's viel schneller. Ich würde es nicht durchspielen, sondern ich will nur den Fail-Counter rufen. Hallo? Okay. Wie geht's dir? Halt die Klappe jetzt. Alter, Riemen, du fällst voll bei dem Boss. Geht doch. Irgendwie schon. So ein bisschen. Frag mich, wo man den Boss treffen muss. Richtig. Aber gut. An den Füßen. Achso, deswegen hat es nicht funktioniert, als ich so viele roten Punkte gezählt habe. Muss auf. Oh ne, oder? Muss auf den. Nein! Das Kopf. Fuck. Ja, du bist voll der Nubel. Ich konnte das Ding nicht so sehen, ja. Mal. Reboot! Oh, Gott sei Dank. Schon wieder vorbei. Lol. Nehm dir doch eine halbe Sekunde mehr Zeit zum Zielen und treff dann auch. Ja, einfach ballern funktioniert bestimmt auch. Ja. Ich wette, das sieht bestimmt voll episch aus in einem 3D-Effekt. Wer kennt die Fuckdump Studios? Ich weiß ja, das ist, aber ich habe davon nichts gesehen. Ich weiß nicht, wer es ist. Ich weiß zumindest, dass ich die Evil hab. Weil ich das mal random irgendwo gesehen habe, ich weiß es nicht mehr. Der wo. Igel wohnt jetzt hier. Hm. Oh, du hast schon 14 Sterne. Reven, das wird aber ein bisschen knapp, oder? Ach, zwei nö, Stunden. Später jetzt schneller. Sterne. Meinst du? Ja. Ich schaff ja nicht. Doch. Ganz einfach. Du hast keine Ahnung. Nee, 60. 60? 2. Ja, 60. Ja, 60 und dann kannst du zum Endboss. Gibt's da nicht auch noch einen Stern? Ja, da gibt's auch noch einen. Also 61. Ja. Mhm. Und wie geht's euch so? Mhm. Ja. Hm, versteh ich. 25 Grad. Ah ja. Komm schon rüber. Wenn mal eben so halten. Ja. Genau, Kirak. Acht niemals mit dem LP auf Kirak. Ich hoffe, du hörst. Hä? Hat Spox geschrieben. Kirak ist eh gerade AFK. Er ist halten. Ja. Aber die Satzstellung war episch. Meine Münze! Fuck, eine verfehlt. He missed a coin and he liked it. Hey, warum verfolgt es mich nicht?
So. Follow me! Nicht da rein. Follow me! Ja, ich bin direkt neben dem Stern und lande ich direkt drinne? Ja. Ach genau, Quatsch. Was ist eine Blondine mit mit einem Strohballen? Lieben. Nein. Blondine mit einem Strohballen? Ja. Blondine mit ihren Gedanken. Also nicht. Sie hat externen Speicher. Was machen? Nur, was sind zwei Blondinen, die nicht Strohballen zu werfen? Ja, der Gedankenaustausch machen sie. Ja. Schleich dich in die Riesenfestung. Hey. Was macht ihr denn da? Tasten einstellen. Achso. Nicht eingestellt? Nee. Ist nicht so. Weil. Genau. Ich glaube nicht, dass du rechts auf oben haben willst. Alter, auch mal was Tolles. Hilfe. Laut. Das ist eine gute Frage. Wie kriegt man den Stern da nochmal raus? Irgendwo gab es hier was. Ach, hier ist eine Bombe. Oh oh. Toll. Ich kann sie noch mitnehmen. Hat funktioniert? Nein, so weit weg. Kann ich mal testen, ob es so leckt. Aber ich glaube nicht. Schön irgendwas. Und super! Wir müssen töten. Sterne der Testweise, wie viele braucht der Luma? Ich könnte jetzt theoretisch den Luma machen. 30. Oh, ich könnte jetzt sogar den Luma direkt machen, dann mache ich den Luma. Ich gehe erstmal alles schließen. Lexus. Stimmt. Ich sehe nicht, was das ist. Ach nee, das ist dieses dumme Minispiel, das mache ich nicht, das ist dumm. Challenge. Also gar nichts mehr. Nein! Oh nein. Das ist zu viel. Ich bin nicht bewegen. Warte. Warum lädt XP so lange? Weil Baum.
Ja, jetzt komme ich da nicht hoch. Ja, yeah, ich seh mich. Verdammt. Warum? Wieso richtig? Ich weiß nicht. Geht auch. Ach, es war sogar total unnötig, was ich hier gemacht habe. Eine Explosion dran. Nur Explosionen. Und es hat Bumm gemacht. Die Zeit muss nicht mal. Wir gar nicht mehr von dem Links weiter. Ja. Mal gucken, ob es leckt jetzt. Und gerade läuft der Livestream noch. Also, und ich halte die Konfi gerade auch noch. Das mache ich gleich nicht mehr. Aha. Wer tut es dann halten? Jetzt will ich gucken, was leckt. Ja, du, ne? Nein, oder ich werde gleich wieder meine Steam-Download starten. Ja, dann Kirak. Wenn ich gerade da war? Nö. Ja, da musst du machen. Nö. Doch. Nein. Ach, ich, wo ich bin. Ich muss Steam Downloads machen. Ja, okay, dann machen wir ohne Skype. Okay. Wo ist Kirak weg? Keine Ahnung. Der hat gesagt, er muss kurz halten. Okay. Er muss immer halten. Leck nicht. Ausmachen, weißt du? Wie viele Sterne hast du jetzt schon? 16 oder so? Verdammt, wie tötet man diese Maulwürfe nochmal? Rausspringen. Stampfattacke. Wie denn? Die sind doch so schnell wieder weg. Ja, wenn die weg, wenn ein bisschen weiter weg Stampfattacke machen, dann sind sie paralysiert. Mensch, weißt du denn gar nichts mehr? Nö. Ach ja, stimmt ja. So was. Für das Reward, musst du nicht machen. Ja, hab ich dann auch festgestellt, der Stern war ja da oben. Hans. Reicht das? Es reicht nicht. Hui! Jetzt hätte es gereicht. Ach, und gegen die Mine. Das ist aber. Voll gegen. Mit Skill. Ah, ist das dieser Stern mit dem ultimativen Fernboss? Dieses Kreiselding, das ist nicht schwer, oder? Das ist übel einfach. Ja, ne? Den mit muss ich aber töten. Vielleicht auch nicht. Ich glaube auch nicht. Ja. Ich übernehme die Gurke. Komm, du kannst auch ohne rüber, ohne das zu drehen. Ja.
Warte, das nächste ist höher. Hoch. Also ich bestimmt jetzt oben reinspringen, ne? Von der Box raus einfach. Oder. Ja, ja, kann ich auch. Ah, dann. Muss man sogar nicht machen. Nicht die Box töten! Nicht die Box töten! Oh, danke Feuer! Na oder Scheiße! Jetzt kam gerade das Ding runter. Hallo? Ich komm nicht mehr da drauf. Okay. Man drehst du ja auch mal. Weil man damit höher kommt. Alter, von hier müsste es auch gehen. Ja, von hier geht's auch. Ja, da gerade oben. Okay, wir ignorieren mal, dass es nicht geht. Wir sagen einfach, es geht nicht. Sie geht bestimmt. Sicher geht. Aber was will man überhaupt hier oben? Achso. Da geht's weiter? Ja, aber man kann das von unten auch machen. Wieder oben bleiben! Ich wollte da oben bleiben. Dann gehe ich jetzt da hoch. Ey! Nicht festhalten. Aua. Ach, du musst sogar noch da. Was mache ich jetzt hier? Oh, Raven, da hättest du voll die Abkürzung geholt. Raven, du musst ganz nach links wieder. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen, ne? Wupsala. Heiß. So ein Kacknu wollen. Warum geht jetzt zurück? Jetzt runter geht zurück. Ja, ich weiß, aber ich hab's doch gerade eben auch geschafft. Da will ich das jetzt nochmal machen. Ich geht's so. Guck, geht. Ich hab lange das. Jetzt direkt von Anfang an hin können. Ja, weiß ich. Ich glaube, du wirst gleich gemanscht oder so. Nein. Eben noch nicht. Was ist hier drin, ne? Ach, nur Sternteil. Ich habe eigentlich auch eine Münze gekauft. Er soll sich alles ein. Der macht 100%. Nein. Jedes einzelne Sternteil. Nein, aber ich brauche ein paar für die Gourmet-Gumbas. Lumas. Gourmet-Gumbas? Lumas! Gourmet-Scheigers gibt's ja. Ja. Die dicken Scheigers. Scheint geil. Ui. Hier ist er jetzt, der Bosskampf. Ja, hier oben. Warum nicht verkackst du? Weil das ist auch schwer. Beyblade! Oh, oh! Zu früh gedreht! Hey. Sag mal, die kleinen Viecher nerven. Warst du tot? Arsch. Ah, das ist genau auf mich drauf gesprungen. Voll reingelaufen. Ja, eigentlich. Nein, er ist drauf gesprungen. Ja, weil du hast meinen Schatten gesehen, oder nicht? Das war schon im Schatten. Das ging aber zu schnell. Raven. Sorry, die kleinen Sachen. Da musst du in Barneys Hide and Seek spielen. Die Reflexe von einer toten Katze, ey. So, er wollte schon wieder hinlaufen, ne? Ja. Der hat auch nur 3 Leben. Ja, ich dachte, ja. Ja. Ich hab bloß. Nee, hat nur 3. So. Was nicht gespeichert wegen. Ja, ich weiß. Ich mach jetzt erst den Gourmet Lumba. Gumba? Lumba. Lumba hat er gesagt. Genau, Lumba. Den Umpa Lumba. Den Umpa. Oh, eben, da ist er nicht. Sicher, den anderen, den habe ich doch schon angefangen zu füttern. So. Der ist schon fast voll gefressen. Reben? Hä? Muss eh gleich ausmachen.
Ich kann auch noch 5 Minuten überziehen, hat Kirak auch gemacht. Ja, Kirak. Ja, mache ich auch. Dann müsst ihr am Ende halt auch 5 Minuten überziehen. Geil. Ist ja nicht so, dass ihr 6 Stunden habt und wenn ihr da 5 Minuten am Ende Schicht haben. Siehst du? Könnt ihr auch 5 Minuten überziehen. Bis 5 Minuten nach 12 morgens, damit Kirak auch nicht so bocklich anfangen kann. Ja. So einfach machen wir. Nee, wir fangen einfach kurz aus. Ach, die Keksfabrik Galaxie, die ist cool. Mumpf den süßen Kuchen. Fand ich die, glaube ich, voll hart. Ja, ich auch. Aber im Allgemeinen sieht die cool gemacht aus. Ja. Ich hab Hunger. Oder ich frag mich, wo der ganze Teil hingeht, der nicht gebraucht wird. Oder? Der weggehen müssen. Der geht nicht Box da. In eine Box geht er, ja. Oh. Ich dachte, er springt voll ins Design. Nee, gut. Mit Skill. Leben das Leben. Das ist scheiß auf das Leben. Lass mich hier erstmal Leben durchkommen. Leben. Ach, geschafft. Wow, beim ersten Mal. Oh, nicht schlecht. Er hat auch jeden Sprung Eintritt gemacht. Ne? Ja. Was? Du hast auch jeden Sprung Eintritt gemacht, ne? Schon noch gar nicht. So, ich denke, diese eine Testgalaxie schaffe ich noch. Vielleicht ist ich ganz nicht viel schnell. Was? Genau. Du machst jetzt Kirby's Mpf-Derby. Tja. Ach, es ist nicht. Bam 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 Galaxie. Zum Tag. Wie willst du? Nee. Warum bin ich? Weil ich nicht sehe, ich weiß nicht, wann ich springen muss. Also schätze ich. Fehlt mir ein Boost oder was? Ja, wenn du oben an der Spitze drückst, fehlt ein Boost. Aber irgendwie hast du nicht, ne? Nee, ich krieg gar keine Ahnung. Menschen. Fast. Artico. Geil. So machen? Ich kann mich nicht hier sehen, was ich getroffen habe. Ich weiß auch nicht, ob ich dabei bin. Oh, schon lange aufgehört. Hm. Hallo. Hi. Wer macht was? Reven streamt gerade noch. Okay, warte, ich guck mal rein. Ups. Ich frag mich, wer noch mal nehmen. Schaff ich den Bosskampf noch? Ach, den Bosskampf schaffe ich noch. Ist das nur ein Kampf oder ist das ganze Ding? Das ganze Level. Ja, ja, ein bisschen Bowser-Level, das geht eigentlich normalerweise recht schnell. Kampf für Bowser's Festung. Ich gehe in den Chat, das erste, was ich lese, Aido ist die beste Frau der Welt. Da werde ich nur einschreiben.
Ja, die Bowser-Kämpfe gehen ja hier im Allgemeinen recht schnell. Beziehungsweise Baby-Bowser-Kämpfe. Ja, das ist jetzt aber normaler Bowser. Baby-Bowser war vorhin. Ja, ich weiß. Vor allem, weil Baby-Bowser so drei verschiedene Viecher hat, die er einsetzt. Und Bowser macht immer dasselbe. Ja. Wieso? Dafür hat Bowser ein Level. Aber der letzte Kampf ist, der letzte Kampf ist ein bisschen anders bei Bowser. Aber die ersten zwei sind gleich. Ah. Nein! Oh, die Werbung, die ist so nervig. Der Block ist einfach One-Hit. Wieso kommt das überhaupt die ganze Zeit bei der Seite? Das ist ja voll. Leck mich, diesmal warte ich, bis er einmal runtergegangen ist. Oh, echt jetzt? Das schaffe ich, schnell genug. Ah, scheiße. Du sagst einfach nur rumreven. Ja, komm. Reven los! War das jetzt so schwer, Reven? Matsch! Ich bin halt relativ ungeduldig, ich will nicht warten. Ja, das war super, wunderbar und... Oh, fuck. Nein. Sie ist gar nichts. Ja, ich hab nicht... Irgendwann mal den dritten Platz nehmen, Mann. Hört sich gar auch nicht, wie du jetzt so schnell sind. Okay, ich kann gleich gucken. Okay. Ja, gleich. Drehen wir letzt ein Video hoch. Wenn ich wieder gesund bin. Fangen das immer noch. Ja. Ah, ich bin schon kurz vorm Bosskampf, soweit ich weiß, müsste der auch hier gleich kommen. Heiß? Den habe ich nie gedrückt. Natürlich. Ah ja, das ist Bowser. Und soll ich jetzt weiß, wann du drücken muss? Nein, aber ich bin auf der anderen Seite gedreht, oder? Nein. Oh, da sieht man das. Hilf mal an. Na Gott. Bei 9999, glaube ich. Hahaha, du bist weit gekommen. Hahaha. Dich würde ich zerquetschen unter die Fetzen im Weg. Komm, Bowser, fang an. Achso. Ach, jetzt habe ich eigentlich Reven fast die ganze Zeit verpasst, ne? Jo. Hey. Oh. Wo warst du denn? Musste was erledigen. Achso. Komm her, komm, jo. komm. Und mach Bumm. Ah, ich bin aber auch reingelaufen. Ist der auch gerückt? Was? Er dreht sich doch nochmal. War total langsam. Yay! Sind denn jetzt mehrere da? Das ist Ritter. Hast du geschafft? Ja, will ich noch nicht. Oh, hey. Bowser? Wo ist Bowser? Da ist Bowser. Bist du nur mit Mario Galaxy der Baum, hörst du ihn hinterher? Er läuft voll hinterher. Vorhin hab ich's geschafft. Vorhin? Ja. Vorhin ist aber auch irgendwas hängen geblieben und ist nicht weitergekommen. Wo läuft er diesmal rum? Einmal nach links. Und Feuer. Ah, wow. Alter.
Kerak ist. Warum ist Kerak im Chat? Also, weil sein Bruder macht gerade Krach. Steht er doch, lest. Kann ich auch was. Voll gefehlt. Yep. Ein großer Stern. Geht's nicht. So, und jetzt noch speichern. Warum verkann ich das immer so krass, wenn ich genau, Weihnachten ist 3 Tage nach Karfreitag. Ja. Manche Sterne habe ich schon. Ja, nee. Was? Du hast 6 Minuten überzogen. Das ist eine Verzerrung im Raum, Zeitkontinuum. Genau. Zeit soll das zwischen dir. Das ist alles so eine Illusion. Ja, Zeitzone. Zeitzone in Deutschland. Ja. Eine Minute Zeitverschiebung, so. Punkt. wir sind ganz genau. Hast du ihn ausgemacht oder was? Ich muss nur das Stream beenden.